Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, wie Ron Bielecki so unglaublich dreist sein kann, dass er sich jetzt sogar nochmal selbst übertrifft. Doch, was ist eigentlich passiert und kann Ron moralisch gesehen eigentlich noch tiefer sinken? Die Antwort ist definitiv ja, er kann noch ein Stück tiefer sinken, aber er ist eigentlich schon am Nullpunkt angekommen. Erstmal gibt es aber neue Nachrichten rund um Ron Bielecki. Er bekam einen Strafbefehl in Höhe von 480.000 Euro aufgrund seiner illegalen Glücksspielstreams. Das teilte die Staatsanwaltschaft Anfang der Woche mit. Ebenso soll er aufgrund von Beleidigungen 8.000 Euro Strafe zahlen. Jedoch sind diese Strafbefehle noch nicht ganz rechtskräftig und Ron hat auch Einspruch dagegen eingelegt. Deswegen können wir gespannt sein, wie es bei ihm weitergeht. Jedoch geht es heute um eine weitere Sache rund um Ron. Denn er hat nämlich jetzt ein Gewinnspiel auf Instagram am Laufen, bei dessen er auffordert, dass sich seine Community bei einem Casino anmelden muss, um bei diesem Gewinnspiel dabei zu sein. Und ich habe mir jetzt einfach mal aus Spaß angeschaut, was das überhaupt für eine Slotseite ist und wie sein Gewinnspiel genau abläuft und ehrlich gesagt bin ich dann vom Glauben abgefallen. Erstmal vorab, was halte ich überhaupt von Gewinnspielen? In der Vergangenheit habe ich nämlich so einige Gewinnspiele kritisiert und vielleicht denken jetzt einige, der Alpha Kevin, der hat prinzipiell etwas gegen Gewinnspiele. An und für sich finde ich Gewinnspiele natürlich komplett korrekt, wenn man sie natürlich auch ordentlich durchführt. Dafür gibt es natürlich auch bestimmte Seiten, wie zum Beispiel Geed, bei der man das ganz transparent machen kann. Deswegen habe ich natürlich auch gar kein Problem damit, wenn Influencer Gewinnspiele veranstalten. Zum einen pusht es ihren Kanal, zum anderen gibt man der Community etwas wieder. Also, ich bin damit im Prinzip völlig fein. Jetzt gibt es allerdings auch Gewinnspiele, die ich nicht ganz so sehr fühle. Zum einen sind es Gewinnspiele, die kaum transparent stattfinden und es gibt dann noch die sogenannten Casino-Gewinnspiele und in diese Kategorie fällt auch Ron Bielecki. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich gar nicht böse rüberkommen möchte, aber Ron verkörpert exakt das Gegenteil von einem Vorbild oder von dem, was man eigentlich im Internet zeigen sollte. Er ist in der Öffentlichkeit ziemlich vorlaut, asozial, 1500 Euro pisst er. 1500 Euro, die pisse ich! Ist ständig alkoholisiert, bewirbt Alkohol, bewirbt Casino und macht sogar Gewinnspiele in Bezug zu Glücksspiel. Also man kann halt wirklich rein gar nichts von diesen Sachen, die ich gerade eben in Kurzform aufgezählt habe, für gut heißen. Ich selbst bin jetzt auch kein Hater von ihm, vielleicht ist er privat auch sehr korrekt, das möchte ich ihm auch gar nicht absprechen, aber das, was er in der Öffentlichkeit zeigt, das kann man durchaus kritisieren und das sollte man auch kritisieren. Denn so wie er sich nämlich im Vergleich zu ganz vielen anderen Influencern verhält, ist das wirklich der Bodensatz der Influencer-Szene. Anders lässt sich das leider nicht sagen. Doch starten wir jetzt einfach mal mit der jetzigen Problematik und weshalb ich dieses Video überhaupt aufgenommen habe. Ron Bielecki startete am 6. Februar ein Gewinnspiel auf Instagram, bei welchem er zuerst schrieb, dass man eine Datejust gewinnen kann. Dann korrigierte er sich, dass es gar keine Datejust auf diesem Bild ist, sondern eine Rolex Explorer. Und selbst das stimmte nicht, denn auch in den Kommentaren wurde geschrieben, dass es keine Rolex Explorer ist, sondern eine Rolex Oyster Perpetual, keine Ahnung wie man das ausspricht, 41. Ich persönlich kenne mich mit Uhren allerdings absolut gar nicht aus, deswegen kann ich den Namen von so einer Uhr auch nicht wirklich aussprechen. Aber Ron hat halt auch keine Ahnung davon, verlost aber so eine. Also er hat nicht mal eine Ahnung, was er dort überhaupt verlost, welche Uhr das überhaupt ist. Doch, lasst uns jetzt einfach mal anschauen, was das für ein Gewinnspiel ist und wie das Ganze abläuft. Gemeinsam mit Vigo Slots Casino verlose ich eine Rolex Explorer mit einem blauen Ziffernblatt. Das Gewinnspiel beginnt jetzt und endet in 7 Tagen. Den Gewinn bringe ich persönlich vorbei. Die Teilnahme ist ab 18. Teilnahmebedingungen: erstens, Vigo Slots Casino und Ron Bielecki folgen. Zweitens, diesen Beitrag liken. Drittens, schreib deinen Vicoslot-Usernamen in die Kommentare. Also die Voraussetzung ist, um eine Uhr für 8000 Euro zu gewinnen, dass man sich auf einer Casino-Seite anmelden muss. Also man muss sich dort wirklich registrieren. Und da frage ich mich ernsthaft, sag mal, geht's noch? Ich meine, natürlich wollen die Zuschauer um jeden Preis diese 8000 Euro Uhr haben. Aber wie kann man das bitte befürworten und gutheißen, die eigenen Instagram-Follower, die gar nichts mit seinem Twitch-Casino-Stream zu tun haben, direkt so ins Casino zu locken. Absolut ekelhaft und verachtenswert, muss ich an der Stelle ehrlich sagen. Casino-Streams an sich sind ja schon schlimm genug, aber jetzt auch noch seine Instagram-Follower auf diese Casinos zu ziehen, ist richtig räudig und ich bitte euch, als ob Ron so ein armer Typ ist, dass er darauf angewiesen ist, so eine Werbung durchführen zu müssen. Ich habe mir dann übrigens auch mal ein paar Profile angeschaut, die ihren Username bei dieser Slot in die Kommentare geschrieben haben und es ist halt wirklich so, die Leute, die dort mitmachen, sind, sage ich mal, zwischen 18 und 30 Jahren. Also sie sind noch relativ jung, werden schon direkt in diese ganze Casino-Thematik reingezogen und wahrscheinlich sogar süchtig. Ich meine, ich kenne es bei mir selbst, bei mir war das nichts anderes. By the way, hat der Beitrag nach 16 Stunden schon ganze 2300 Kommentare erreicht und im Laufe der nächsten 7 Tage wird es mit Sicherheit noch ganz, ganz stark nach oben gehen, weil die Leute halt selbstverständlich Bock haben, diese teure Uhr zu gewinnen. Und Ron hat mit seinen 638.000 Followern jetzt nicht unbedingt die kleinste Reichweite auf Instagram. Das heißt, er erreicht dort auch so viele Menschen. Doch ich dachte mir jetzt einfach mal, ich schaue
schau mir dieses Casino mal an. Und mir ist aufgefallen, dass ich halt mal wieder, wie immer, jeder Dulli für 18 ausgeben kann, sich dort registrieren kann. Und auch bei der Bezahlung wird nicht direkt das Alter überprüft. Das heißt, du kannst dort einzahlen, bist halt vielleicht gar keine 18 Jahre alt und bei der Auszahlung hast du dann später Probleme. Also sie prüfen halt bei der Einzahlung noch nicht mal wirklich das Alter. Doch noch schockierender sind eigentlich die unzähligen negativen Bewertungen auf der Seite Trustpilot. Und eigentlich unterstütze ich nur super ungern so eine Bewertungsseite, doch die Menge an negativen Rezensionen, die fast immer gleich waren, hat mir schon irgendwie gezeigt, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Oder beziehungsweise es kommt halt ziemlich komisch rüber. Und zwar schrieb nahezu jeder Nutzer, egal ob mit ein oder auch teilweise mit drei Sternen, dass Vico Slots immer mal wieder ihre Gewinne nicht auszahlt. Und ich sag mal so, wären das jetzt zwei, drei Leute gewesen, die das reingeschrieben hätten, dann wäre das nicht wirklich repräsentativ und dann könnte man auch sagen, ey, das ist ein Zufall oder das war ein Fehler gewesen, das konnte man vielleicht auch wieder beheben. Aber nein, fast jeder dieser Leute, die dort eine negative Bewertung abgegeben haben, und das waren satte 82%, die eine 1-Sterne-Bewertung abgegeben haben, haben geschrieben, dass Vico Slots die Gewinne nicht auszahlt. Es wurde öfter geschrieben, dass Vico Slots den Gewinn storniert hat und das im teilweise sogar fünfstelligen Bereich. Ein anderer schrieb dann noch, zweimal einen Bonusgewinn nicht ausbezahlt. Beim ersten Mal habe ich noch die AGB verletzt. Okay, aber beim zweiten Mal akribisch darauf geachtet und es wurde trotzdem eine große Auszahlung verwehrt und sogar das Guthaben gelöscht. Diskussionen gab es nicht, wäre irreversibel. Danke für nichts und zwei große glückliche Hits wurden nicht ausbezahlt. Schade. Auch hier, nutzt keine Boni, am Ende bringt das nichts. Diese Rezensionen in genau dieser Form sieht man wirklich zuhauf und die Frage, die man sich dann als objektiver Betrachter stellt, ist, kann das noch Zufall sein, dass jeder das gleiche Problem hat? Wenn man sich jetzt auf diese 75 Rezensionen bezieht, dann sieht das irgendwie nicht nach einem Zufall aus, dass sich fast jeder dort beschwert hat, dass die Gewinne nicht ausgezahlt wurden. Du zahlst ein, gewinnst Geld, bekommst aber das Geld nicht auf dein Konto. Und darum geht es ja den Spielern. Sie möchten ja von diesem Casino profitieren. Was sie zwar ohnehin nie tun, aber ihr wisst schon, was ich meine. Sie wollen ja das Geld wieder drauf haben. Und die Menge an positiven Rezensionen, also mit 5-Sterne-Bewertungen, ist wirklich schwindend gering. Denn nur 4 Leute haben eine 5-Sterne-Bewertung dagelassen. Und einer schrieb dort, Top-Seite, Auszahlung 20 Minuten. Man kann trotz Bonus sofort auszahlen. Einfach klasse Seite. Dann habe ich mir einfach mal sein Trustpilot-Profil angeschaut und es wurde ersichtlich, dass er solche Nachrichten unter gefühlt jeder Casino-Seite schreibt und fast immer ähnliche Nachrichten dazu abgibt. Also ob das jetzt so vertrauenswürdig ist, was er dort reingeschrieben hat, weiß ich persönlich nicht. Natürlich ist aber jetzt nicht genau jede einzelne Bewertung gleich. Es scheint auch einige Leute zu geben, die zufrieden sind mit diesem Casino, die auch ausbezahlt werden. Aber die Masse solcher gleicher, sehr negativer Kommentare ist schon sehr, sehr merkwürdig, muss ich zugeben. Zumal exakt dieses Problem jetzt nicht nur bei Trustpilot stattfand, sondern auch bei anderen Bewertungsseiten, wo es direkt um Casinos geht. Auch bei dieser Seite schrieb ein Nutzer, die Auszahlung wurde storniert wegen Verstoß gegen T&C. Ich habe nicht gegen die T&C verstoßen und ich denke, dass ich die Auszahlung, wenn diese beiden Wetten nicht gewesen wären, aus einem anderen Grund nicht bekommen hätte. Die sind blacklisted. Es gibt hunderte von Beschwerden der gleichen Art. Es wirkt für mich schlichtweg so, als hätte jeder, der was Negatives zu dieser Seite schreibt, immer das gleiche Problem. Sie werden nicht ausgezahlt. Und das ist doch das Wichtigste für einen Spieler. Sie möchten doch davon profitieren, aber wenn du es nicht auszahlen kannst, geht's nicht. Also, wenn man schon so enorm dreist ist und so ein ekelhaftes Gewinnspiel auf Instagram bewirbt, dann sucht man sich doch wenigstens einen Partner aus, der nicht so negativ im Internet auffällt. Und das immer und immer wieder. Und die ganzen Rezensionen sind nicht von vor 3-4 Jahren, sondern die wurden jetzt erst geschrieben. Ganz, ganz dicker Schmutz. Und dass jemand wie Ron Bilecki jetzt immer noch dafür gefeiert wird, für alles, was er tut, das kann ich nicht nachvollziehen. Wie gesagt, Privates und Öffentliches kann man durchaus trennen. Man kann Ron vielleicht privat gut finden, mit ihm chillen oder irgendwas tun. Wenn man allerdings mitbekommt, was er alles bewirbt und wie er das promotet, dann wird einem nur noch schlecht. Und wenn mir mittlerweile ein Influencer einfällt, der für ausschließlich Negatives steht und für absolut unmoralischen Schmutz steht, dann fällt mir nur Ron Bilecki als Name ein. Er macht Alkoholwerbung, Casino-Werbung, benimmt sich in der Öffentlichkeit immer wieder daneben und hat halt auch in vielerlei Hinsicht den Bezug zur Realität verloren und gibt es auch öffentlich preis. Dazu meinte er unter anderem, dass er nicht mehr Alkohol so wirklich trinken möchte und startete im Oktober den sogenannten Sobertober, in dem es darum ging, viel Sport zu treiben und wenig Alkohol bzw. gar kein Alkohol zu trinken. Und da ging es auch wieder bergauf mit Ron. Die Kommentare waren sehr positiv, alle waren relativ gut gestimmt und er hat wieder einen ziemlichen Hype bekommen. Und direkt nach diesem Sobertober bewarb er wieder Alkohol oder er machte Stories, indem er Lotto bewarb, welches er safe niemals selber spielte. Meine Familie und ich, wir spielen El Gordo jedes Jahr zur Weihnachtszeit immer wieder aufs Neue, denn bei El Gordo gewinnt jedes
6. los. Das, was er da bewarb, war übrigens Lottoland. Und Saschka zeigt er selbst in ihrem Video auf, dass viele Seiten darüber berichteten, dass Lottoland zu den schwarzen Lotterien zählt. Ergo, es scheint illegal zu sein. Aber selbstverständlich scheißt Ron auch auf diesen Fakt. Und solange seine komplett verblendeten Zuschauer ihm hinterherlaufen und alles abfeiern, was er tut, so lange wird er diesen Schmutz weiterhin bewerben. Denn wie man sieht, Ron hat sich wirklich keineswegs verbessert. Er macht immer noch denselben Schmutz und versucht auf Krampf überall, so viel es geht, Geld mitzunehmen, egal wie moralisch verwerflich das ist und egal wie viel Schmutz dahinter steckt. Mich würde es halt for real echt mal interessieren, wie viele Menschen schon durch Ron Bieleckis Verhalten negativ beeinflusst wurden. Ich denke, die Zahl wäre enorm hoch. Ich glaube, man kann Ron von seinem absoluten Geldwahn nicht mehr wegbewegen. Bisher hat bei ihm wirklich noch keine Maßnahme gezogen, dass er sich verbessert hat, außer, und jetzt kommt's, wenn man nicht mehr alles von ihm feiert, ihn kritisiert bzw. ihn ignoriert. Als er nämlich sicherlich damals merkte, dass die Zuschauer keinen Bock mehr auf ihn haben aufgrund seines sehr widerlichen Verhaltens, zog er plötzlich im Oktober dann doch wieder mit Sport durch, verzichtete auf Alkohol und das war scheinbar auch das erste Mal, dass er sich wirklich mit seinem Verhalten reflektierte. Allerdings muss ich euch enttäuschen, das hat er ja jetzt schon wieder längst über Bord geworfen und macht wieder genau den gleichen Schmutz. Aber ich wollte euch bloß den Tipp geben, wenn man ihm nicht mehr die Aufmerksamkeit schenkt, ihn so ein bisschen ignoriert oder nicht mehr alles abfeiert, was er tut, dann kann es sein, dass er sich reflektiert und sich ändert. Denn ein solches Gewinnspiel, bei dem die Teilnahmebedingung daraus besteht, sich bei einem Casino anzumelden, ist wirklich der bodenloseste Dreck und gehört in meinen Augen auch einfach verbannt, weil das maximal gefährlich ist. Schreibt mir gerne mal, was ihr davon haltet. Ich bin wirklich absoluter Gegner von so einer Scheiße. Und damit würde ich mich jetzt noch extrem über ein Like und über einen Kommentar und ein Abo freuen. Das wäre mir ein absolutes Vergnügen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis bald, Rian.